Kapitel 10 Im Kerker der Finsternis. Wir waren jedoch erfahren genug, um nicht naiv in den Ortskern hineinzulaufen und zu hoffen, dass niemand dort wäre. Latios flog etwas voraus, um aus sicherer Entfernung Silberdorf zu überblicken. Wir waren inzwischen nur noch wenige hundert Meter von der Stadtgrenze entfernt und warteten auf Latios Bericht. Es dauerte nicht lange, bis er ankam. Es ist leider genauso, wie wir es erwartet hatten. Auf dem Stadtplatz stehen Massen von Sorak, die auf unsere Ankunft warten. Und was jetzt? Wir wussten nicht, wie wir an dieser Masse vorbeikommen sollten, als Hydropie etwas vorschlug. Also, ich sehe nur eine Möglichkeit, zum Portal zu gelangen. Ich werde sie ablenken. In der Zeit, in der sie beschäftigt sind, rennt die anderen zum Hügel und springt ins Portal. Wenn ich sehe, dass ihr den Hügel erreicht habt, folge ich euch. Wir alle waren sehr skeptisch mit diesem Plan, aber wir wussten, dass wir keine Wahl hatten. Latias und Latios waren sehr groß. Sie würden Angriffen von großem Radius nicht ausweichen können. Ich und Günther waren diejenigen, die den letzten Kampf bestreiten würden, und ich musste noch eine dunkle Macht erkämpfen. Somit blieb nur noch Hydropie. So trat unser Plan in Kraft. Hydropie versteckte sich einige hundert Meter weg von uns im Gebüsch und raschelte mit den Ästen. Genau wie wir geplant hatten, sprangen die Zoroark sofort darauf an und rannten ins Gebüsch, um Hydropie, der tatsächlich außerplanmäßig bereits wieder bei uns war, zu suchen. Wir rannten sofort in Richtung des großen Hügels. Als wir am Fuß ankamen, waren wir erspäht worden. Eins der Zoroark hatte uns bemerkt. Wir waren jedoch schon so weit, dass sie es nicht mehr schaffen würden, uns einzuholen. Wir standen bereits am Rand der Klippe und meine Freunde stürzten sich in die Fluten, als ich einen entscheidenden Fehler machte. Ich zögerte. Ich hatte Angst vor dem Sprung, vor allem, da ich eben ein Feuer-Pokémon bin. Ich sprang als letzter ab und merkte bereits, dass ich nicht so recht den Schwung hatte, den ich brauchte. Der Auftrieb wurde stärker und stärker, sodass ich kaum noch sank. Ich merkte, wie ich hinter den anderen zurückfiel, als Latios die Höhle erreichte. Latias, Günther und Hydropie folgten. Es waren nur noch wenige Meter, noch 3 Meter, 2, fast geschafft. Doch wenn es in dieser Welt so einfach wäre, dann hätte dieses Abenteuer nie begonnen. Ich war direkt vor dem Höhleneingang, doch ich kam einfach nicht mehr voran. Ich versuchte verzweifelt, den letzten Meter hinter mich zu bringen, doch ich bekam keine Luft mehr. Nach wenigen Sekunden wurde mir schwarz vor Augen. Meine Freunde waren nun alle in einer finsteren Parallelwelt gefangen und die einzige Hoffnung auf eine Rückkehr war es, Prüfungen zu bestehen, die nur ich bestehen konnte. Sie waren für immer dort gefangen und ich hatte sie im Stich gelassen. Mein Zögern war der Grund für den Weltuntergang. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich tatsächlich wieder aufwachte. Ich fand mich in einer Zelle in einem fast komplett dunklen Raum wieder. Ich brauchte einen Moment, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, doch als es soweit war, erspähte ich einen alten Bekannten auf der anderen Seite eines Gitters, den Verräter Necrozma. Dieses Pokémon schien sich, anders als ich selber, sehr über meine Situation zu freuen. Du bist also doch noch am Leben. Schade eigentlich. Ich muss sagen, euer toller Plan hat genial funktioniert. Deine Freunde hängen jetzt für immer in einer finsteren Welt voller gewaltbereiter Monster fest, während du bei uns hier im Kerker verschmorst. Herzlichen Glückwunsch, du Versager. Aber du kannst dich glücklich schätzen. Aus irgendeinem seltsamen Grund wollte der Meister dich nicht einfach ertrinken lassen. Frag mich nicht wieso, aber es kann dir sowieso egal sein. Ich war nicht in der Laune, einen Dialog mit einem Pokémon wie ihm zu führen. Ich sah ihm einfach zu, wie er den Keller verließ. Als er die Tür schloss, wurde es völlig finster. Doch obwohl die Situation, in der ich mich befand, keine gute war, hatte es positive Seiten. Ich war am Leben. Wenn ich es irgendwie schaffen könnte, zu entkommen, dann könnte ich in die dunkle Welt reisen und unser Plan könnte wieder aufgehen. Bloß wie? Ich plante die nächsten Stunden hindurch, wie ich es schaffen könnte, zu fliehen, doch was das anging, sah es noch düsterer aus als in dem Raum, in dem ich eingesperrt war. Ich konnte nichts sehen und außerdem würde ich nicht mehr ewig ohne etwas zu trinken durchhalten. Zudem, selbst wenn ich es irgendwie schaffen würde, aus meiner Zelle zu kommen,
müsste ich noch aus dem Schloss der dunklen Macht fliehen, was schier unmöglich war. An jeder Ecke, in jedem Flur, mussten sich mehrere Zoroark befinden. Noch während ich nachdachte, hörte ich laute Geräusche aus den oberen Fluren. Viele Stimmen redeten wild durcheinander und knallende Schritte erschallten. Wenige Sekunden später schlug jemand die Tür in den Keller auf. Das, was ich vor einigen Stunden nur als schmalen Lichtschein empfand, blendete mich nun und ich musste mich erst wieder daran gewöhnen. Necrozma trat wieder in den Raum und trieb ein Wesen vor sich her. Er brüllte es die ganze Zeit über an. »Jetzt beweg dich endlich, du nutzloses Fehlexperiment! Wer seinen Meister enttäuscht, bekommt das, was ihm zusteht. Du wirst hier von niemandem mehr gebraucht.« Ich sperrte das Monster in eine Zelle neben mir, die mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal aufgefallen war. Bevor Necrozma ging, konnte er sich einen hämischen Kommentar mal wieder nicht verkneifen. »Jetzt freu dich doch mal, du Auserwählter der dunklen Welt. Jetzt musst du wenigstens nicht mehr alleine hier versauern. Ohne die Welt, deren Auserwählter du sein solltest, je betreten zu haben. Jetzt hast du ja ein Wesen, das nicht mal richtig sprechen kann.« Mit diesen Worten verließ er den Raum. Ich wusste bereits, ich hatte dieses Ding schon irgendwo gesehen, aber ich wusste nicht wo. Es sah nicht aus wie ein normales Pokémon, eher wie ein Mutant. Noch bevor mir einfallen konnte, woher ich es kannte, sprach es mich an. Zwar nicht in normalen Sätzen, aber ich verstand den Sinn seiner Fragen und Aussagen. »Du, Floink?« Ich war überrascht, dass es meinen Namen kannte. »Ja, der bin ich. Woher kennst du meinen Namen?« Als es antwortete, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. »Ich gehört öfters. Damals, als diese Form mein Körper geworden. Ich Angst, mir fremdes Pokémon über den Weg gelaufen. Ich erschrocken. Ich angegriffen, fremdes Pokémon, wegen meiner Angst. Dann du mich aufgehalten von Angreifen. Ich weggerannt, habe gehört deinen Namen bei Fliehen. Auch dunkle Masse oft reden über Freunde von dir und du. Dieses Wesen war das Monster, das ich vertrieben hatte, als ich Bisasam kennengelernt habe. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Nichts schlimm. Es nur Schock war. Nichts wehgetan. Es war zwar etwas schwierig, doch ich merkte, auch wenn es vielleicht nicht so aussah, war dieses Wesen tatsächlich sehr freundlich und man konnte gut mit ihm reden. Wir kamen in ein Gespräch. Und warum bist du jetzt hier? Vor etwa einem Jahr die dunkle Masse mich gefunden. Mir gemacht Angebot für ich Rechen an Pokémon. Wo gegeben mir diese Körper? Jetzt, vor wenige Tage, ich getroffen und gekämpft, diese Pokémon. Ich versagt, dunkle Masse mich gerettet, bevor Schlimmeres. Jetzt, diese Pokémon, gegeben mir diese Körper, rechte Hand von dunkle Masse, mich eingesperrt, weil mein Versagen. Ich nichts erfüllt meine Mission. Ich begann zu verstehen. Damals, als ich Bisasam vor diesem Wesen gerettet hatte, hatte ich keine Idee, was es war oder woher es kam. Aber nun verstand ich es. Es war Necrozmas Schuld, wie vieles anderes. Wenn ich in dieser Zeit nur daran dachte, dass er mir Leid getan hatte, als sich herausstellte, dass er nicht der Schuldige für die Verfinsterung des Planeten ist. Dieses Pokémon verdiente nichts außer den Tod. Ich wollte in diesem Moment jedoch nicht so viel darüber nachdenken, weshalb es mir sehr gelegen kam, dass dieses Wesen sehr interessiert an unseren Abenteuern war. Ich erzählte ihm von dem, was wir gesehen hatten und erlebt hatten, von den Freunden, die ich gefunden hatte und verloren hatte, von den vielen neuen Erkenntnissen. Mir wurde erst während diesen Stunden bewusst, wie viel ich überhaupt über all die Zeit gelernt hatte, die wir bereits dieses Abenteuer durchmachten. Gerade als es am spannendsten wurde, als ich von Günthers und Lord Eckes Schlacht gegen die dunkle Macht redete, kam Necrozma mal wieder herein und unterbrach meine Erzählung. Ach, das ist ja toll zu sehen. Die beiden Fehlexperimente mögen sich. Wenn man so redet,
erfährt man viel darüber, was für ein Arschloch du wirklich bist, Nick Crossmer. Ich frage mich, wie du mit dem Gewissen abends überhaupt einschlafen kannst. Ich habe keine Fehler in meinem Leben gemacht. Der Körper von dem Fieder ist nicht meine Schuld. Und wenn sie hier wäre, dann könntest du ja Latias fragen. Und ich bin einfach der einzige von euch Narren, der schlau genug ist, auf seinen Überlebensinstinkt zu hören. Als ob so ein paar lächerliche Pokémon eine Chance gegen einen dunklen Gott hätten. Während ich und Nick Crossmer uns Beleidigungen an den Kopf warfen, saß das verunglückte Zoroark einfach still da. Als Nick Crossmer nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder verschwand, begann es sich zu freuen. Als ich fragte, was denn an der Situation so toll war, überraschte mich dieses Wesen ein weiteres Mal. Nick Crossmer, nicht wissen. Ich, Fähigkeit von Sonnenlichtkollektor durch Gase. Ich, gesammelt Lichtstrahl, während ihr gestritten. Heute Nacht, wenn draußen ruhig. Ich konzentrieren Licht auf Zelle und dein Feuer dann stark genug für schmelzen Gitter. Ich konnte über dieses Wesen einfach nichts als staunen. Somit warteten wir die Nacht ab. Sobald keine Geräusche mehr aus dem Obergeschoss erklangen, warteten wir noch einige Minuten, dann setzten wir unseren Plan in die Tat um. Es klappte alles perfekt. Mein Feuer alleine hätte nie im Leben ausgereicht, um so ein stabiles Gitter zu schmelzen. Doch in Verbindung mit der Hitze eines gebündelten Lichtstrahls sah die Situation komplett anders aus. Wir hatten nur genug Licht für eine der Zelttüren. Daher schmolzen wir die Gitterstäbe meiner Zelltür an, damit ich herausschlüpfen und den Schlüssel für die andere Zelle, der an der Wand hing, holen und meinen neuen Freund befreien konnte. Wir flohen einfach so schnell wie möglich aus dem Schloss. Es war etwa Mitternacht, als wir schließlich gemeinsam auf dem Hügel vor dem Spiegelsee standen. Wir wussten beide, was nun war. Fürs Erste mussten wir Abschied nehmen. Ich musste in die dunkle Welt reisen. Doch das Zoroark konnte aufgrund seines Körperbaus kein bisschen schwimmen. Somit war es ihm, wenn es überhaupt gewollt hätte, nicht einmal möglich mitzukommen. Also, ich denke, es ist Zeit, sich fürs Erste zu verabschieden. Stimmt. Du recht, aber irgendwann, wir werden wiedersehen. Floink. Einerseits war die Atmosphäre toll. Der rote Mond, den man seit der Herrschaft der dunklen Macht immer sah, schien mitten auf den Spiegelsee. Es war dadurch angenehm hell, aber nicht zu hell. Es herrschte ein angenehmes Zwielicht. Trotzdem fiel es mir schwer, mich schon von meinem neuen Freund zu verabschieden. Ja, irgendwann werden wir uns wiedersehen, sobald die dunkle Masse ein für alle Mal aus dem Weg geschafft ist. Was wirst du an dieser Zeit eigentlich machen? Ich bekam eine schnelle, aber sehr unerfreuliche Antwort. Gar nichts, genau wie du. Ich muss euch fast dankbar für eure jämmerliche Flucht sein. Ich wollte euch beide sowieso schon die ganze Zeit loswerden, aber der Meister war dagegen. Aber auf so einer Flucht kann man sehr leicht verunglücken, falls ihr das noch nicht wusstet. Nick Crossmer, der Verräter, hatte unsere Flucht bemerkt und stand nun am Rande des Hügels. Du, verschwinde von hier. Du kannst uns hier draußen nichts anhaben. Wir sind in der Überzahl und noch dazu sind wir sowieso stärker als du. Aber wenn du kämpfen willst, dann nur zu. Mein neuer Freund kann es nämlich kaum erwarten, sich endlich an dir zu rächen. Und ich kann es auch kaum erwarten, dieser Samen zu rächen. Nick Crossmer wirkte, wie eigentlich zu erwarten war, nicht ansatzweise angeschüchtert. Ihr wollt euch also wirklich mit mir anlegen? Willst du etwa so dringend wieder zu deinem tollen Freund Bisasam, Floink? Mit dieser törichten Frage hatte er alle Grenzen, die es für mich gab, erneut überschritten. Wie schon zuvor erwähnt, war ich an sich ein sehr gelassenes Pokémon. Aber was Nick Crossmer und Bisasam anging, riss mein Geduldsfaden nach den neuesten Geschehnissen sehr schnell ab. Ich sprang bereits auf ihn zu, doch eine Art Barriere hielt mich von ihm ab. Ihr beide habt einen riesigen Fehler begangen. Ihr habt mich, den König des Zwielichtes, herausgefordert. Und das in meinem eigenen Element. Dies, zusammen mit der Kraft meines Meisters, ergibt eine Macht, die nur von ihm selber übertroffen werden kann. Dieses Mal wird kein lächerliches Pokémon diese Macht besiegen.
die Macht des heiligen Drachen Ultranic Crossma. Auf einmal schossen von links und rechts Strahlen in seinen Körper. Ein Strahl aus purem Schatten, der andere aus reinem Licht. Necrozma vollzog eine Verwandlung, die erst einmal je von Pokémon gesehen wurde. Von Günther, Lord Ecke und Latias. Doch der Ultra-Necrozma, der uns gegenüberstand, war ein anderer als jener von damals. Es war eine finstere Form. Die Macht des Zwielichtes, gepaart mit der der Finsternis. Sein Aussehen war anders als in Günthers Beschreibung. Dieser Ultra-Necrozma war dunkelgrau. Seine Augen leuchteten blutrot. Und jetzt stirb durch die wahre Macht eines Königs! Es kam zu einem besonderen Kampf. Ein Wesen, dem sein Körper genommen wurde. Und ein verratener Auserwählter kämpften zusammen gegen den finsteren König des Zwielichtes. Ich dachte, es wäre die Zeit gekommen, meinen besten Freund zu rächen. Wir mussten Ultra-Necrozma besiegen. Damit würden wir die dunkle Macht schwächen können. Und meine Reise in die dunkle Welt würde wahrscheinlich nicht noch einmal schief gehen. Doch es stellte sich sehr schnell heraus, dass ich zu optimistisch in einen Kampf wie diesen gegangen war. Ich war anfangs nicht zu übermütig mit dem Gedanken, dass ich ja nicht umsonst der Auserwählte der dunklen Welt sein konnte. Doch selbst wenn dies der Fall war, mein bisschen Kraft zusammen mit der des Zorak schien nicht ansatzweise an die zwielichtige Macht Necrozmas heranzureichen. Ich konnte schwer einschätzen, wie stark er damals bei der Schlacht gegen Günther und Lord Ecke war. Aber wenn sie alle drei als zumindest halbwegs normale Pokémon es schaffen konnten, ihn in Schach zu halten, dann musste seine jetzige Macht ungefähr 100 Mal stärker sein. Zudem war Necrozma auf eine solche Größe herangewachsen, dass wir auf dieser Klippe fast keinen Raum hatten, seinen Angriffen auszuweichen. Unsere Attacken hingegen prallten jedoch auf eine Höhle. Ein Schutzschild beschützte Necrozma vor jeglichen Schäden. Er griff so mächtig und auf so große Fläche an, dass sich der Schaden auf unserer Seite immer weniger in Grenzen hielt. Ich konnte nicht mehr kämpfen. Necrozma schien sein Ziel erreicht zu haben. Er würde nie die Strafe bekommen, die ihm für alles zustand. Die dunkle Macht würde diese Welt vollständig vernichten, während all meine Freunde in einer völlig anderen, fremden Welt feststeckten und nie erfahren würden, was mit mir geschehen war. Auch dem Zoroark schien aufzufallen, dass ich am Ende war. Dann tat es etwas, das weder ich noch Necrozma erwartet hätten. Mit seiner immensen Kraft hob es mich einfach in die Luft, als wäre es das Einfachste der Welt, und warf mich mit voller Wucht in den See hinein. Alleine durch die Wucht des Wurfes wurde ich so weit in die Tiefe des Wassers geschleudert, dass mir kaum noch 2 Schwimmzüge fehlten, bis ich die dunkle Welt betreten konnte. Und dieses Mal erreichte ich das Portal. Doch auch wenn es keine andere Wahl gab, ich wusste, dass mein neu gefundener Freund vermutlich jetzt schon nicht mehr am Leben war. Necrozma hatte mir innerhalb von wenigen Tagen 2 Freunde genommen. Als ich in das Portal eintauchte, drehte sich die ganze Welt um mich herum, bevor alles verschwamm. Ja, hi. Ich werde jetzt auch mal außerhalb von Vorlesen ein bisschen was erzählen. Und zwar möchte ich euch hiermit sagen, an dieser Stelle endet offiziell Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns Reborn Hopes. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt alle, was? Das Projekt endet an dieser Stelle? Nein, keine Sorge. Ehrlich gesagt, werdet ihr gleich sogar erfahren, wie lange es noch geht. Denn es endet nur Reborn Hopes. Bei der Markierung, die genau die Hälfte zum Finale darstellt. Nach Kapitel 10. Also wird es, wie ihr bereits raushören könnt, 20 Kapitel geben und einen kurzen Epilog. An dieser Stelle teilt sich die Geschichte. Es ist wie 2 Pokémon-Editionen. Und der Name der Geschichte wird sich an das, was als nächstes geschehen wird, anpassen. Deswegen, damit ihr euch nicht wundert, ab der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns
Shattered Dreams. In der dunklen Welt, auf der Suche nach den Splittern der dunklen Macht. Wenn euch diese mit Abstand längste Folge des Projekts, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like und oder ein Abo da, wenn ihr gespannt seid, was noch alles passiert. Und ich kann euch sagen, die Geschichte beginnt erst so richtig in Shattered Dreams. Das Ganze bisher war Vorgeplänkel, aber dann geht es ab. Verpasst das auf keinen Fall, lasst ein Abo und oder ein Like da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Bis dann, Günther, Ende, ciao, bis Mittwoch.